So, generell das Konzept Welle kennt man vermutlich, ne? Welle, ne, von oben angefangen, das Abrollen miteinander, ja, ginge ja teilweise auch ohne körperlichen Kontakt oder halt eben mit, hier in der Version tatsächlich mit Kontakt. Also die Thematik, dass man oben eine Welle beginnt, grundsätzlich, ne, so grundsätzliches Thema. Bei mir ist es so, ich fange gerne Wellen vom Prinzip, nicht, dass man es jetzt machen muss so, aber vom Prinzip her fange ich gerne Wellen so an, dass ich ab der Rotation der Schulter beginne, das heißt ab dem hier. Das heißt, dass diese Rotation hier der Schulter mit dabei ist, als einleitendes Instrument, dass hier auch das Verkürzen des Nackens, weil hier ist der Nacken ja im Endeffekt kurzmachend im Vergleich zum Hals, weil Hals wäre ja so lang. Und hier das Zumachen nach vorne ist das für mich ein Vorbereiten, das Vorbereiten zur Welle zu meinem Partner hin. Dementsprechend einmal die Arme seitlich rausnehmen. Den kleinen Finger betrachtet mal nach oben nehmen und dementsprechend die Schulter nach vorne. Dann müsste das hierbei rauskommen, ein schöner runder Rücken hinten. Und jetzt vom Gefühl her nach vorne gehen. Jetzt kommt das Hände rotieren nach vorne, nach hinten, dass man hier landet und dementsprechend nach hinten gehen. Und wieder drehen. Und hier mal bleiben. Wie ihr seht, bin ich hier schön noch hinten, bin aber nach vorne rotiert und jetzt gehe ich nach vorne. Was macht das Fliegerschen? Das Fliegerschen geht nach vorne. Und nochmal Fliegerschen. Und das Ganze ohne Arme. Genau, jetzt mit Gefühl.